Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock war am 10. und 11. Mai Gastgeber der 12. Nationalen Maritimen Konferenz. Das Branchentreffen lief in diesem Jahr überwiegend digital ab. Nur wenige hochrangige Gäste kamen in das neue Warnemünder Cruise Center. Auf einer Pressekonferenz betonte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die maritime Wirtschaft sei mit einem Umsatzvolumen von rund 50 Milliarden Euro einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Auch der Erhalt der Schiffbaustandorte stehe nach wie vor weit oben auf der Agenda. Eine konkrete Aussage zu den MV-Werften machte er aber nicht. Wir müssen uns jetzt kümmern um Lösungen, die Tragfähigkeit vermitteln. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen, dass der maritime Schiffbau und das auch der Kreuzfahrtschiffbau nicht nur überleben, sondern stark bleiben. Und deshalb bitte ich um etwas Geduld. Ich kann Ihnen versichern, es vergeht kein Tag, wo nicht mein maritimer Beauftragter, der Norbert Brackmann, mein Staatssekretär Ulrich Nussbaum und aber auch der Minister, das heißt ich selbst, damit beschäftigt sind. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe zeigte sich optimistisch, dass bald mit einer Lösung im Ringen um die Zukunft der Werftstandorte gerechnet werden kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Mai eine Entscheidung haben. Und das würde bedeuten, dass Global 1 weitergebaut wird und die Endeavour Anfang Juni abgeliefert wird. Der andere Teil, Weiterverhandlungen zu anderen Bauvorhaben, müsste dann sich noch anschließen. Also zum Beispiel Global 2. Aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Im Mittelpunkt der Konferenz stand die maritime Energiewende. Am Warnemünder Kreuzfahrtterminal wurde gemeinsam mit der AIDA Sol Europas größte Landstromanlage in Betrieb genommen. Sie kann bis zu 2 Kreuzfahrtschiffe mit grünem Strom während der Liegezeit im Hafen versorgen. Das führt zu weniger Lärm und zu einem geringeren CO2-Ausstoß. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nach Corona wieder an Fahrt gewinnen. Und gerade hier mit der Eröffnung der Landstromanlage zeigen wir, dass wir an den Kreuzfahrttourismus glauben, dass wir an die Kreuzfahrtschiffe glauben und dass wir es auch sogar besser machen als vorher, nämlich ökologischer. Da stecken viele Stunden Arbeit, ein engagiertes Team aus Hansestadt, aus Lieferant, aus Zertifizierer, aus Hafen dahinter. Das ist wirklich eine Mammutarbeit gewesen. Vor 2,5 Jahren haben wir gemeinsam hier zusammen mit dem Land, der Stadt und AIDA Cruises unterschrieben. Wir errichten hier eine Landstromanlage. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass wir heute fertig geworden sind, auch für die Warnemünderinnen und Warnemünder, weil auch in der Vergangenheit Emissionen Thema waren. Das Gros der Gesamtkosten von 19 Millionen Euro für die Anlage teilen sich Bund und Land. 10% der Kosten übernimmt die Stadt Rostock. Im Rahmen einer Green Cruising Strategie investiert AIDA Cruises seit vielen Jahren in einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Kreuzfahrtmarkt. Wir haben ja 2018 bereits das erste Schiff in Dienst gestellt, was komplett mit Flüssiggas betrieben werden kann. Wir werden dieses Jahr ein weiteres Schiff bereits mit einer ersten Brennstoffzelle ausrüsten und nächstes Jahr eine der größten maritimen Installationen von Batterietechnologie umsetzen. Aber wichtig ist natürlich heute erstmal hier in Rostock Landstromanlage. Das Nummer 2, die wir jetzt nutzen. In Hamburg gibt es auch bereits eine, die wir seit 2017 auch als Pilotprojekt umgesetzt haben. Wir freuen uns sehr, dass das zusammen mit der guten Zusammenarbeit mit dem Hafen, mit der Stadt und auch der Landes- und Bundesregierung hier sehr, sehr gut geklappt hat. Am liebsten würden wir natürlich sofort hier mit Gästen losfahren. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern aktuell noch nicht möglich. Nächste Woche geht es aber in Schleswig-Holstein schon los. Am 22. Mai dann auch endlich wieder AIDA-Reisen ab Deutschland. Und darauf freuen wir uns natürlich noch mehr. Und in Zukunft eben noch nachhaltiger als in den letzten Monaten. Doch nicht nur die aktuellen Herausforderungen für den Schiffbau und die Kreuzschifffahrt wurden diskutiert. Wichtige Themenfelder waren auch Offshore-Energie und Meerestechnik. Um solche Zukunftsfelder voranzutreiben, hat Rostock ideale Bedingungen. So war die Hanse- und Universitätsstadt nicht ohne Grund schon zum dritten Mal Gastgeber der Konferenz. Ja, Rostock hat hier tatsächlich sehr optimale Bedingungen, zum Beispiel das Ocean Technology Campus. Das ist Unterwasserforschung für Automatisierung unterhalb vom Wasser, was also ziemlich interessant ist, weil wir hier direkt vor der Tür natürlich die Ostsee haben, flaches Gewässer, wo es gut möglich ist, Forschung zu machen. Wir haben natürlich hier auch mit Fraunhofer, mit unseren Hochschulen und unseren anderen Instituten natürlich viele aus der Wissenschaft, Wirtschaft.
Und so ist der Standort hier optimal. Gleichzeitig haben wir natürlich viel maritime Industrie, unsere Werften. Und wir sind auch Bundeshauptstadt für die Marine. Also letztendlich kommt hier alles zusammen, was mit der maritimen Wirtschaft zu tun hat. Es war ein Branchentreff in Krisenzeiten, das Mut machen sollte. Die maritime Wirtschaft in Deutschland wird eine Zukunft haben, vor allem wenn es gelingt, sie als Hightech-Branche weiterzuentwickeln.